Schmeckt voll geil. Hört nie nach. So irgendwie jetzt diese ganzen Eissorten zu testen im Sommer. Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Food Neuheiten, Food News. Ich teste wieder ganz viele Neuheiten aus dem Supermarkt, Drogerien etc. für euch auf Herz und Niere. Genau, mehr muss ich dazu auch glaube ich gar nicht mehr sagen. Ich habe dann eine ganze Playlist von den Videos und ja, bin eigentlich glaube ich immer echt auf dem neuesten Stand von allem möglichen. Ich habe wieder super, super coole Sachen gefunden. Und let's go! Den Anfang machen wir mit einem Proteinriegel von Netto. Das ist jetzt von Max Balance. Davon kenne ich aber, ich glaube, noch gar keine. Active Nuss Nougat Crunchy Protein Bar, 32% Protein für 1,49 Low Sugar High Protein. Sind 45 Gramm. Nach der Verpackung sieht der schon mal so lecker aus, einfach mit diesem Core. Lol, erstmal hat er auf jeden Fall hier ein großes Loch. Seht ihr das? Das ist keine Füllung, das ist ein Loch. Aber okay, sowas kann passieren. Und dann schon echt so eine dicke, fette Schokoladenschicht. Riechen tut es aber nach sehr künstlich ekligen Proteinen, das muss ich schon sagen. Trotzdem ist er nicht schlecht. Der erinnert mich so ein bisschen an die ESN-Riegel. Der Proteingeschmack beim ESN ist noch ein bisschen besser, weil er hier doch noch sehr nach diesem typischen Whey-Protein schmeckt, das ich nicht so mag. Ihr sagt immer so, hä, warum isst du dann Proteinriegel? Ja, weil es auch leckeren Proteingeschmack gibt. Aber es gibt eben auch nicht so leckeren. Und für mich ist der nicht so lecker. Aber trotzdem vollkommen in Ordnung. Ich liebe eben diese dicke Schokoschicht, dann mit den Nüssen, auch diese Creme dazwischen. Das ist nicht schlecht gemacht. Also den Riegel würde ich mir auch wiederholen. Und vor allem bei Netto gibt es ja nicht ganz so viele Riegel. Kann man sich dann immer mal mitnehmen, wenn man dort ist. Bekommt solide 7 von 10 Punkten. Aber oh mein Gott, es gibt neue Milka-Sorten und ich finde, Milka bringt ja gar nicht so oft, also nicht so, so oft neue Sorten heraus. Die hängen auch noch ein bisschen hinterher, was vegan angeht, das sage ich immer wieder. Aber es ist eine weiße Loufle. Das ist schon etwas, wo ich echt lange drauf gewartet habe. Für 1,15 Euro gefunden bei Edeka. 95 Gramm sind da jetzt enthalten. Und es gibt auch noch zwei weitere Sorten. Einmal Strawberry Oreo Filled und dann noch so eine mit Apple. Beide werden natürlich auch noch getestet, also abonniert mich gerne, wenn ihr das nicht verpassen möchtet. Blubbels! Ich muss sagen, ich esse super selten Loufle-Schokolade, weil ich früher mich so daran überessen habe. Das war bei mir so diese Kindheitsphase, also jugendliche Phase. Ja, da habe ich diese so gesuchtet, diese Loufle-Schokoladen, dass ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte. Tschüss! Oh mein Gott, das schmeckt einfach wie eine fluffige Kinderschokolade. Kinderschokolade ist von Ferrero, nichts mit Milka zu tun, aber das ist natürlich so eine, oh, das ist geil. Diese Schokolade braucht ihr. Wirklich, das ist wie so eine fluffige Milchschokolade. Und ich liebe die Kombi aus Milchschokolade, also halt diesem heller Creme und dunkler, normaler Schokolade. So, es ist unfassbar gut. Eben dieses typische Loufle-Konsistenz etc. und dann, ja, einfach Bombe. Die müsst ihr mal testen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Habt ihr die schon irgendwo gefunden? Die bekommt tatsächlich, weil ich dann wirklich mal was Cooles finde, was ein bisschen anderes. Und ich finde, die Loufle-Schokolade könnten die eigentlich viel öfter mal in verschiedenen Geschmacksrichtungen machen, oder? Wäre mal voll gut. Die bekommt 10 von 10 Punkten. Und dann, wir sehen, ich war bei Edeka. Gibt es von deren Eigenmarke wie Happy? Übrigens, ja, es ist deren Eigenmarke, weil viele von euch auch meinten, die gibt es aber auch bei Netto. Aber Netto gehört zu Edeka, genau wie Penny zu Rewe gehört. Vielleicht kommt euer Wissen, damit ihr auch noch was lernt. Mehrwert. Das ist wertvoller Content hier. Nein, das ist jetzt ein neues Eis. Ein veganes Eis von Wie Happy Chocolate Fudge Brownie für 2,99 Eis auf Mandelbasis. Und ich habe jetzt hier gerade schon mal ein bisschen rumgerührt und habe so kleine Schokoladenstückchen da drin gefunden. Also das sind diese Fudge-Stückchen. Sonst ist es einfach ein ganz normales braunes Eis. Aber ich freue mich so irgendwie jetzt diese ganzen Eissorten zu testen im Sommer. Tschüss. Oh mein Gott. Diese Fudge-Stückchen. Also ja, das sind halt wirklich, es steht Brownie drauf, ne? Ja, Fudge Brownie. Es ist Fudge Brownie. Es ist einfach ein Schokoladeneis mit Brownie. Und das Eis an sich hat einen ganz leckeren Geschmack. Also wirklich einen schokoladigen. Mandelbasis würde ich jetzt nicht rausschmecken. Nee. Nicht zu süß. Diese Stückchen Heaven
Auch das Eis könnt ihr euch sowas von holen. Also bekommt auch 9 von 10 Punkten. Und jetzt noch eine weitere Sorte von den neuen Sondereditions von Müller Joghurt mit der Ecke. Genussmomente Limited Edition Cherry Pie Style. Letztes Mal habe ich Strawberry Pie oder Strawberry Berry Cheesecake. Das war richtig lecker. Jetzt 33 Cent gekostet bei Edeka. Ach, und ich glaube, es ist jetzt schon wieder der gleiche Joghurt, weil ich sehe, hier sind wieder kleine Stückchen. Und ich glaube, das ist so ein Kuchenjoghurt. Ja, ich teste jetzt mal hier und dann sind das eben so typische Cherries. Genau, das ist der gleiche Joghurt wie bei dem anderen. Oh, ich habe gespuckt. Wie bei dem anderen Kuchenjoghurt. Nur eben mit Cherry-Soße. Aber finde ich lecker. Also ich fand andere auch schon echt gut. Und es ist eben wirklich, hat einen leichten Kuchengeschmack. Und dann eben jeder, der irgendwie so Kirschsoße und sowas mag, top. Also kann man sich wirklich, wirklich gut mal holen, die Sorte. Würde ich mir auch wiederholen und bekommt 8 von 10 Punkten. Und ihr kennt mich. Natürlich muss ich jetzt auch noch diese Milka-Schokolade kaufen. Und das ist jetzt hier Oreo-Erdbeergeschmack. Bin ich mal gespannt, dass eben noch zwischen dem Keks eine Erdbeerschicht. Mal sehen, ob das was kann. Hier sind es jetzt 92 Gramm. Boah, also die sieht ja schon echt immer lecker aus, ne? Das muss man wirklich schon mal sagen. Cooles Design, also coole Optik. Ja, okay, aber geschmacklich hat es mich nicht so wirklich, weil der Erdbeergeschmack nur wirklich ganz, ganz leicht ist. Und irgendwie schmecke ich da nichts Halbes und nichts Ganzes raus. Also es schmeckt eben so ein bisschen nach Keks, aber irgendwie ein bisschen nach Schokolade. Dann ist so einen ganz komischen, künstlichen Erdbeergeschmack. Nee, das ist nicht lecker. Also für mich jedenfalls nicht. Das ist einfach wirklich nicht so mein Geschmack. Vielleicht alle, die ja, so Erdbeer-Oreos mögen. Aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie passt diese ganze Kombi für mich nicht. Schade. Also ich würde mir die nicht nochmal holen. Berichtet mal, ob ihr die schon kennt. Und deswegen bekommt sie von mir 5 von 10 Punkten. Oh mein Gott. Und sowas von lecker sind hier diese Cornados von Funny Frisch. Sweet Chili. Mais-Snack knusprig kross geröstet. Und die sind so, so unfassbar knusprig. Ich hatte ja die von Buckley's auch schon, die neuen, getestet. Und die sind aber noch mal leckerer. Vor allem die Sweet Chili Flavor liebe ich. 80 Gramm enthalten. Das lohnt sich sowas von. Habe ich gefunden bei Rewe. Bekommen 9 von 10 Punkten. Dann bei Budni gefunden. Und zwar gibt es eine neue Sorte von den Lückies Eis. Das sind eben vegane Eis. Die gab es auch schon im letzten Jahr. Und das ist eine neue Sorte Blueberry Coconut. Die habe ich in Budni gefunden. Gab es halt nur so im Einzelpack, aber ich habe die sonst vorher nie gefunden. Und jetzt für 1,70 Euro. Ist halt, also diese einzelnen Eis sind ja immer super teuer. Ist eben plant-based und 100% natürliche Zutaten. Das ist so eine Art Wassereis. So schaut es aus. Und es riecht schon mal sehr lecker nach Kokos. Boah, es ist super lecker. Und das sage ich, obwohl ich gar nicht so der krasse Wassereis-Fan bin, weil irgendwie mag ich es immer nicht so gerne, aber das ist super lecker. Schmeckt total beerig, aber auch dieser Kokosgeschmack ist ganz, ganz fein. Und hier oben habe ich noch nicht mal richtig hier zu dem Kokos gebissen. Und selbst da schmeckt schon so eine leichte Kokosnote. Es ist richtig, richtig lecker. Da muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht erwartet. Das würde ich mir unbedingt nochmal holen. Und es bekommt, also total erfrischend, bekommt 9 von 10 Punkten. Dann auch bei Budni gefunden, gibt es einfach Hafersticks. Also wie so Salzstangen, das war neben den Salzstangen, gibt es jetzt Hafersticks von Heimatgut. In Bioqualität mit Meersalz, eben auch vegan und nicht frittiert. Das ist eben zur Hälfte Hafermehl und Weizenmehl. Ja, steht auch wirklich drauf. Bio-Salzstangen aus Hafer. Ganz geil, das sind 60 Gramm, haben 88 Cent gekostet. Ja, ist okay für die Qualität. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese Brotsticks. Wisst ihr, was ich meine? Weil es eben sehr einfach nach Mehl, also Salzstangen sind halt für mich literally halt wegen diesem Brezel-Laugengeschmack einfach so. Deswegen liebe ich Salzstangen. Für mich gäbe es jetzt keinen Grund, ich wüsste jetzt nicht, warum ich mir diese Hafersticks holen würde. Ich bin aber halt auch nicht so der herzhafte Snacker. Also wenn ihr diese Brotsticks mögt, also gibt es ja immer diese Brotstangen, die habe ich früher manchmal gegessen. Genau so schmecken die, nur eben dünner. Ist eine ganz coole Sache. Ich finde, es ersetzt aber einfach nicht so diesen Laugengeschmack, deswegen würde ich es mir jetzt nicht nochmal holen. Schmecken auch nicht sehr salzig, sondern sehr milde. Deswegen bekommen sie 5 von 10 Punkten.
Es gibt wieder ein neues Froster-Gericht und zwar wieder mit Veganes. Hier Veggie-Bratkartoffeln-Hähnchenpfanne auf der Basis von Erbsenprotein. Da haben die ja jetzt so die ganzen neuen Sorten mit und das hat wieder 3,29 € gekostet, bei Rewe gefunden. Zutaten, wie immer, muss ich sagen, sind bei Froster einfach top. Ich liebe es wirklich. Ich habe immer Verlass drauf und so sieht es dann aus. Was ich mal sagen muss, die Portionen, also es sind jetzt 450 Gramm, aber das ist jetzt nicht so groß. Also weiß ich nicht, da wird mir jetzt noch was fehlen. Ich mache mir da jetzt noch ein bisschen was dazu. Aber es ist sehr, sehr lecker, wirklich. Also die Bratkartoffeln, super, super lecker. Man muss da eben noch ein ganz kleines bisschen Öl mit in die Pfanne geben und dann passt es schon. Und ja, eben hier wieder diese Erbsenproteinstückchen. Ganz, ganz lecker. Die finde ich fast ein bisschen zu zäh, aber wirklich der Geschmack der Pfanne, super lecker gewürzt und deswegen würde ich es mir auch nochmal holen. Und sie bekommt 8 von 10 Punkten. So, und ich bin jetzt gerade bei Annalina und habe hier einmal Mango-Sojade getestet. Also sie ist eben auch neu und ohne Sugar. Super, super lecker, wirklich. Ich liebe es. Also könnt ihr euch auf jeden Fall holen. Gibt es im Biomarkt. Ist eben wirklich nur Soja-Drink, Mango, Apple-Juice, bisschen Stärke. Also top. Das würde ich mir auf jeden Fall auch wiederholen. Und auch die Konsistenz mag ich sehr. Ist nicht zu flüssig, auch nicht zu fest. Und deswegen bekommt es 9 von 10 Punkten. Und wir testen jetzt nämlich nochmal live für euch alle zusammen hier das neue Katjes-Eis. Das ist nämlich richtig cool. Das ist jetzt ein veganes Katjes-Eis. Grünohrhase, Eiscreme. Ja, es sieht eben aus wie so pink-grün. Also sieht schon ganz cute aus. Und ist auf der Basis von Hafer. Mit Kirschgeschmack und Himbeer-grüner Soße mit Erdbeergeschmack. Grüne Soße mit Erdbeergeschmack, wow. Oh, das sieht ja, das sieht ja super langweilig aus. Ja. Aber guck mal, wenn man hier mit dem Löffel reingeht, wie krass das aussieht. Dann, das war ein großer Löffel. Hier, da kommt der Grün. Ich finde, es sieht echt langweilig aus. Sieht aus wie so ein Marshmallow. Ja, das stimmt. Was hast du denn jetzt erwartet in Osterhase? Aber ich dachte auch, dass da schon mehr von Grün und Rot zu sehen ist. Ja, weil die Farben sind so. Ihr müsst mal eure Löffel zeigen, weil da sieht man jetzt mehr. Oh. Bei mir sieht man nur Weiß und ein bisschen Rosa. So, es geht. Hier. Oh. Ciao. Das ist ein bisschen in meinen Mund krieg hier. Ich bin voll geil. Nina! Wir müssen. Achso, Nina kennt die Regel nicht. Ja. Die Regel sind, keiner sagt was. Und dann machen wir die Augen zu und dann zeigen wir zwischen von 1 bis 10. 3, 2, 1. Oh, wow. Du hast 6, ne? Ich weiß so. Nicht, aber jetzt, ich muss das dazu sagen, 9. Ich hatte letztes Mal 6 und ich finde es jetzt eigentlich schon fast 7. Aber ich hatte 6, weil ich hatte letztes Mal ganz viel von diesem Grün und ich fand, das schon hat wie diese Waldmeister-Brause geschmeckt. Und das fand ich eigentlich nicht so cool, weil ich dachte so, das hat mich ein bisschen an auch vielleicht meine Alkoholzeit erinnert. Weiß ich nicht. Habe ich immer Waldmeister-Brause immer rein. Aber jetzt fand ich es gerade ziemlich nochmal besser. Jetzt war ich gerade, wäre ich schon auch fast bei 7. Und du? Mhm. Ich finde es voll geil, dass es so nach Erdbeer-Himbeer schmeckt, also dieses Beerige. Mhm. Waldmeister hast du jetzt gerade gar nicht so extrem rausgeschmeckt. Ich liebe es, dass ich weiß, was du meinst, du hast mir erzählt, dass das einfach fluffig schmeckt. Ja, das also ist richtig, richtig fluffig. Super geil. Es hat eine richtig gute Konsistenz, es ist super leicht und fluffig und schmeckt so, ja, beerig, aber halt auch nicht, also ich finde es gar nicht süß. Also es schmeckt nicht so einen, nicht so einen stechend süßen Geschmack irgendwie, sondern super angenehm, also ich würde mir das auf jeden Fall wiederholen. Also, wisst ihr Bescheid, was ihr euch holen könnt. Wir lassen uns jetzt erstmal schmecken. Ja. Bye-bye. Und dann gibt es von Lindt neue Lindor-Bällchen und zwar die Sorte Himbeersahne und schmeckt echt richtig lecker, fruchtig. Und Lindor ist einfach genial. Also wirklich diese Balls, die haben eine ganz angenehme, frische Fruchtigkeit. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich bin immer ein ganz, ganz großer Fan davon. Und auch, ja, also sind schon sehr süß, das muss man schön mögen. Ich würde sie mir auf jeden Fall wiederholen. Kann man mal machen. Ja, ich finde andere Sorten noch besser, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Deswegen 8 von 10 Punkten. Und dann gibt es nämlich auch, habe ich übrigens bei Rewe gefunden, dann gibt es hier auch noch von Milka zarte Momente in Dark Milk. Die gibt es ja auch schon in heller Schokolade und da sind verschiedene Sorten enthalten. Das ist jetzt hier mit zum Beispiel Haselnuss. Hab ich mal durch alle durchgesnackt. Das sind halt auch wieder ja, so viele kleine Päckchen. Gibt es auch Mandel, Kakaonips und Karamell. Und ja, man schmeckt halt schon, dass sie sehr herb sind und sehr viel die Zartbitterschokolade einfach. Und dadurch schmeckt man nicht so ganz den Geschmack der verschiedenen Sorten heraus. Ich finde, es schmeckt dadurch
ja, einfach nicht ganz so specialig. Also Kakaonips war sogar überraschend lecker. Also ich fand die Nusssorten halt ein bisschen langweilig. Und Karamell, aber Karamell ist eh immer geil, war so mein Favorit. Also ich würde mir die Box jetzt nicht nochmal holen, aber sie ist trotzdem lecker und deswegen bekommt sie 7 von 10 Punkten. Das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, euch haben die Food News gefallen. Wieder ab in die Kommentare. Was davon kennt ihr schon? Was möchtet ihr noch kennenlernen? Richtige Dating, Food-Dating-Plattform hier. Und ja, abonniert mich gerne. Das freut mich immer. Also da bin ich um jede eure treuherzigen Seelen glücklich. Natürlich auch bei Instagram. Da könnt ihr schon mal vorab mir auch immer Food News schicken. Love it. Und ja, freue mich auf euch. Fühlt euch gedrückt. Hab euch lieb.